Hi meine Lieben, mein Name ist Josephine von Autovella und heute nehmen wir euch auf eine kleine Ausfahrt mit. Denn es geht mit dem neuen Camry durch die Stadt, um euch den Eco-Trainer von Toyota einmal etwas näher zu bringen. Das Ganze ist ein Tool von Toyota, damit ihr überprüfen könnt, wie effizient ihr Hybrid fahrt. Außerdem gibt es von uns dann noch ein paar Tipps, um euren Score dann noch zu steigern. Score findet ihr hier im Camry unter der Kategorie Eco-Trainer. Dann einfach auf die zweite Seite und schon wird euch die Eco-Führung angezeigt. Oben ist ein blauer Balken und anhand von dem wird einmal dargestellt, wie effizient ihr euer Gaspedal betätigt. Ganz klar, wer das Gaspedal durchgehend immer komplett durchdrückt, der fährt nicht so effizient. Schauen wir doch mal, wie das Ganze ausschaut. Damit ihr auch bewerten könnt, wie sparsam ihr unterwegs seid, ist eure Ecozone hier nochmal in zwei Teile unterteilt. Ihr habt nämlich diesen Balken einmal blau unterlegt und einmal nur von weißen Strichen gekennzeichnet. Die Ecozone, die blau unterlegt ist, da seid ihr dann super effizient und sparsam unterwegs. Und wenn ihr das Gaspedal voll durchdrücken solltet, dann kommt ihr in den Powerbereich, da seid ihr ganz klar halt nicht mehr so sparsam. Wenn euch die Ansicht nicht ganz so zusagt, habt ihr das gleiche noch statt einem Drehzahlbegrenzer auf der linken Seite hier im Tacho. Ganz unten ist einmal der Charging-Bereich dargestellt. Den nutzt ihr bzw. in den kommt euer Fahrzeug, wenn ihr ausrollt und abbremst. So gewinnt das Fahrzeug auch Energie wieder zurück. Darüber findet ihr dann den grünen Bereich, also den umweltfreundlichen Eco-Bereich. Da fahrt ihr dann hauptsächlich elektrisch. Auch der ist wieder in zwei Teile unterteilt. Einmal den unteren Teil, wo ihr wie gesagt hauptsächlich elektrisch fahrt, und den oberen Teil, wo ihr dann doch noch etwas mehr Power abrufen könnt. Drückt ihr das Gaspedal dann komplett durch, dann kommt ihr in den Power-Bereich und was der Bereich mit sich bringt, das sagt der Name schon. Unter der Gaspedalführung hier im digitalen Tacho, da habt ihr dann nochmal euren Eco-Score. Da wird das Anfahren, das Fahren und das Anhalten mit Punkten belohnt. Punkte kriegt ihr zum Beispiel dafür, wenn ihr ganz vorsichtig bzw. gleichmäßig anfahrt oder wenn ihr frühzeitig in der Stadt seht, zum Beispiel, okay, da ist eine rote Ampel und dann schon anfängt abzubremsen und auch lange ausrollt. Ihr könnt insgesamt 100 Punkte erreichen und die würden dann da rechts an der Seite stehen. Bei uns steht da jetzt noch Eco-Score, wir sind noch nicht losgefahren. Denn das Coole an dem Eco-Score ist, nach jeder Fahrt setzt er sich wieder zurück. Und so habt ihr die Möglichkeit, euch von Fahrt zu Fahrt in eurer Effizienz zu steigern. Wir stehen jetzt gerade mit dem Camry an der Ampel und wollen gleich mal zügig anfahren. Ihr könnt auch super, super, super sparsam anfahren, dann seid ihr im unteren Eco-Bereich, aber dann fahrt ihr auch relativ langsam an. Und wir wollen das ja so machen, wie ihr das auch aus dem Alltag kennt. Also zackig an der Ampel anfahren und dann auf unsere Geschwindigkeit kommen. Wir warten jetzt nur noch, dass es grün wird und dann können wir eigentlich auch schon los. So, das sieht gut aus. Fuß aufs Gaspedal, aber so, dass wir in der Eco-Zone bleiben. Und man hört und sieht auch, dass sich am Anfang der Benzinmotor mit einschaltet. Denn so kommen wir dann sehr zügig voran. Wenn ihr noch sparsamer fahren wollt, dann versucht im unteren Eco-Bereich zu bleiben. Denn so fahrt ihr fast voll elektrisch an. Wir haben jetzt gerade unsere Wunschgeschwindigkeit erreicht, um die auch möglichst effizient zu halten, hat Toyota dann noch einen Tipp. Einfach den Fuß vom Gaspedal einmal runternehmen und so stark wieder aufsetzen und auch drauf lassen, dass wir bei unserer Wunschgeschwindigkeit bleiben. Segeln wird das Ganze genannt. Und wenn wir segeln im unteren Eco-Bereich, dann schaltet sich ein grünes Lämpchen dazu, was uns sagt, dass wir voll elektrisch unterwegs sind. Segeln wir jetzt im oberen Eco-Bereich, schaltet sich der Benziner dazu und das Lämpchen geht aus. Dennoch sind wir dann am Segeln. So, wir versuchen jetzt auch mal ganz effizient zu bremsen, denn auch das Anhalten wird mit dicken Punkten belohnt. Dafür müsst ihr einfach vorausschauend fahren. Ich zum Beispiel sehe, dass da hinten eine Ampel rot ist und der Weg ist noch weit bis dorthin, fange aber frühzeitig schon an, leicht zu bremsen. So sehe ich, dass ich in den Charging-Bereich komme, das heißt, dass mein Fahrzeug Energie zurückgewinnt und den Akku wieder voll machen kann.
Das Coole an der ganzen Sache ist, wir sind nicht nur sparsam unterwegs, nein, wir sparen auch an Bremsenverschleiß. Denn wenn ich über den Charging-Bereich bremse, dann bremst mein Fahrzeug lediglich über den E-Motor. Sollte ich das Bremspedal etwas weiter durchdrücken, dann rutsche ich durch den Charging-Bereich durch und die normale Bremse greift. Um noch effizienter zu fahren, könnt ihr noch in den Eco-Modus schalten. Das macht ihr einmal hier über das Bedienelement und dann seht ihr auch, dass euch das digitale Tacho einmal in grün hinterlegt wird und oben links Eco-Mode steht. Diesen Modus empfiehlt Toyota, wenn ihr vorab wisst, dass ihr eine Fahrt antretet mit viel Stop-and-Go-Verkehr, zum Beispiel durch den lästigen Feierabendverkehr nach Hause. Schaltet einfach den Modus ein und dann geht's noch effizienter durch die Stadt. Staus solltet ihr generell aber vermeiden, denn zu häufiges Anfahren und Beschleunigen, das fügt nicht gerade dazu bei, dass ihr Kraftstoff einspart. Auch in Bezug auf Heizung und Klimaanlage, da können wir noch sparsamer unterwegs sein. Denn Toyota sagt, dass sich der Verbrennermotor erst abschaltet, wenn euer Fahrzeug im Innenraum auch beheizt ist. Eine coole Option bzw. Möglichkeit für euch wäre es ja dann, um sparsamer unterwegs zu sein, vielleicht mal im Winter auf die Sitzheizung zurückzugreifen. So braucht sich der Benzinmotor dann auch gar nicht einzuschalten. In manchen Toyota habt ihr auch noch die Möglichkeit, die Klimaanlage noch intelligenter einzuschalten bzw. dass sie intelligenter arbeitet, indem ihr die in den Eco-Modus schaltet. Habt ihr die in dem Fast-Modus, dann ruft ihr wieder volle Power ab. Zum Schluss jetzt noch zwei Sachen, die eigentlich klar sind. Die erste Sache ist, desto weniger wir wiegen, desto weniger verbrauchen wir auch. Also vielleicht sollte man ab und zu mal einen Blick in den Kofferraum wagen, ob man da mal wieder ausmisten könnte. Der zweite Punkt ist dann der Reifenluftdruck. Der sollte nämlich auch immer optimal eingestellt sein. Sollte der mal unterhalb eines Toleranzbereichs liegen, dann sagt euer Toyota aber auch Bescheid und gibt euch darüber eine Meldung. Wenn ihr nämlich zum Beispiel zu wenig Luft auf euren Reifen habt, dann hat der Reifen eine größere Auflagefläche und somit verbraucht er dann auch wieder mehr Kraftstoff. Wenn euer Toyota euch eine Meldung gibt, dann schaut einfach hinten in euren Tankdeckel, denn da ist meistens ein Aufkleber mit dem optimalen Reifenluftdruck angegeben. Manchmal findet ihr das Ganze auch in der B-Säule. Auf alle Fälle steht es bei euch in der Betriebsanleitung. Dann braucht ihr nur noch zur Tankstelle zu fahren und passt den Reifenluftdruck wieder an. Das war unser Video zum Toyota Hybrid Trainer, mit dem ihr eure Fahrweise noch etwas verbessern könnt. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, die ihr mit den anderen teilen wollt oder aber auch euren Score uns mitteilen möchtet, schreibt den doch einfach mal unten in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns den Daumen da, abonniert den YouTube-Kanal für noch mehr Infos zum Thema Toyota, Seat und Lexus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.